Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort mit Mike Kondo. Und mit Mulenja. Ja. Jupp. Ja. So, ich muss auspacken. Ja, wir wollen in die Stadt. In die Dorf. In die Dorf. In die Dorf. Nach Oakville. Und zwar wollen wir Steine wegbringen, verkaufen. Ja. Und wir müssen ins Tierheim, denn da ist ganz viele Tiere, die wir einfach unterbringen müssen irgendwo hin. Und da wir noch Kapazitäten haben, haben wir gesagt, wir holen die ab. Und die Storm Arrow hat uns dann nämlich schon einiges an Schafe in die Tierklappe gepackt, in die Tierabgabe. Im Tierheim? Ja. Ja, gut. Habe ich meine Leine? Ich habe doch eine Leine habe ich dabei. Ja, wir haben leider nur drei, glaube ich, ne? Ja, kann sein. Das ist natürlich nicht viel. Wir werden ein paar Mal laufen müssen. Und da wir laufen müssen, weil wir reiten oder so, ist, glaube ich, nicht so eine wirklich gute Idee. So, wir machen das schon. Wir kriegen das schon hin. Ich denke auch. Das schon irgendwie passen so, wird. Also ich bin bereit. Ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Halt, ich nehme auch Stein mit. Den habe ich natürlich vergessen. Und kann ich ja auch gleich mit einmal Inventar voll machen. Ach so, haben wir eigentlich noch Pecunias? Hey! Weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch welche haben, oder? Warum sind hier noch diese... Ach, ich hab doch nicht das Texture-Pack drauf. Ja, ich schon. Bei mir sind das die richtigen Pecunias. Ich habe noch mal einen Stack Steine da reingelegt. Kannst du die rausnehmen? Nee, die kann ich nicht rausnehmen. Ich habe bei mir das Inventar voll. Das ist aber, dann nehme ich die raus. Da. So. Okay, weil dann können wir nämlich gleich noch ein paar Namensschilder kaufen. Wenn wir nämlich so viele Viecher jetzt wieder kriegen, sollten wir auch damit Namensschilder mal weitermachen. Ja. Wir haben auch welche bekommen gehabt. Von Jenny, glaube ich. Ja, also wir haben 13 Namensschilder. Müssen wir da mal schauen. Okay, dann lass uns doch halt die Leinen. Eine habe ich dabei. Ja, eine. Achso, ich habe ja noch gar nicht gesehen, du hast ja hier schon umgebaut in den letzten Parts. Beziehungsweise angefangen hier das Haus zu bauen und so. Ja. Beziehungsweise das Restaurant wird's ja. Ja, genau. Das sieht ja schon ganz schön groß aus. Nö, das ist also... Doch, das sieht schon groß aus. Ja, aber das wird ja schon nicht wirklich groß. Wenn hier alles drinne ist, was doch rein soll, unten kommen noch die Toiletten rein und ja, dann ist das am Ende nicht so mega viel. Okay. Ja. Soll ja auch ein Restaurant für einen großen Park sein am Ende, ne? Da hast du natürlich recht. Kommst du? Ja, ich bin unterwegs. Paff. Okay. So, ich habe gar kein Essen dabei, glaube ich. Ich habe genug dabei. Ich habe 45 Brote und 6 Kürbiskuchen dabei. Ja, es sollte wohl erstmal reichen. Ja, da kommen wir eine Weile mit. Ein Büschen fischen. Oh, fischen können wir auch mal demnächst. Ja. So ein bisschen. Das können wir wohl mal machen. Du bist langsam. Ja, bin ich. Du bist so langsam. Mit deinem Gespringe, der... Ja, wenn man springt, ist man schneller. Ja, braucht man auch mehr Hunger. Ja. Ist egal, ich hab genug dabei. Och, ist mir wurscht. Ich laufe lieber nur. Ich finde das schon anstrengend genug. Yay! Out. Jetzt sind die auch noch springen dabei. Also ich bringe das nicht viel, wenn man dann stehen bleiben muss zum Essen. Ja, aber ich muss ja auch gleich stehen bleiben zum Essen. Hier ruckelt's. Jetzt hast du mich überholt. So, dann erst zur Bank. Sagen Bank, Tierladen, Tierheim, oder? Ja, Moment mal, Holzbruststein da. Ich finde ja, dass das Umtauschen etwas schwierig ist immer, ne? Ja, es ist langwierig, das ist ja klar. Aber letztendlich gehört das dazu. Das stimmt, ich muss unbedingt das neue Resource Pack reinmachen. Mhm. Das habe ich auch so total vergessen. Okay. So.
das? Oh Gott. Aber ich habe jetzt gleich ein Stack Pecunias. Yay, ein Stack Pecunias voll. Ja, das ist doch was. Ja, finde ich auch. Na. So, ich habe jetzt auch gleich alle umgetauscht. Ja, ich auch. So, fertig. Okay, dann gib mir die mal. Gib mir dein Geld. Los, gib mir dein Geld. Ne, ich musste erstmal was essen. Gib mir dein Geld. Das liegt doch da hinten. Ach, danke schön. So, ich geh shoppen. Ja, das habe ich mir gedacht. Und tschüss. Ja, geh du mal shoppen. Wo ist der nächste Klamottenladen? Ja, okay. Hallo. 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 Das kannst du dir knicken. Leinen brauchen wir erstmal. Ja, könnten wir auch gebrauchen. Aber wir nehmen jetzt erstmal nur Namensschilder. Warum so jetzt? 9 Namensschilder konnte ich kaufen. Brauchst du noch irgendwas für Viecher? Also irgendwie Futter oder sowas? Nee, ne? Nö. Okay. Ich habe eine Leine dabei. Ja. Ja, ich habe eh nicht mehr genug Geld für noch eine Leine. So. Du hast eine dabei, ja? Eine Leine, ja. Ich habe 3. Die ich mitgenommen habe. Dann können wir jetzt 4. 4 Tiere. 4 Schafe. Also es sollten, glaube ich, alles nur Schafe sein. Ich glaube, 7 Stück oder so waren das. In der Tiervermittlung sind die, oder was? Nee, in der Tierabgabe. Achso, in der Tierabgabe. Glaube ich, in der ersten Box. Da sind alles Pferde drin. Da sind Pferde, dann in der zweiten. Ja, hier hört man es auch schon. Hey. Für Pferde ist auch kein Platz mehr, also. Zack. So. 1, 2. Ja, das passt 3. Doch genau. Oh, dann passt das ja. Das passt ja, ganz genau. Das ist ja schön. Dann holen wir jetzt erstmal nur die Schafe. Ja. Hallo? Seid ihr doof? Los, jetzt mal raus. Ernsthaft. Raus. Raus. Die wird, das will nicht. Geh raus. Ich weiß, es ist schön hier im Tierheim, aber du musst raus. Geh da raus. Geh doch mal einfach weiter. Nee, das geht nicht. Das will nicht raus. Jetzt. Jetzt. So, jetzt geh erstmal weg. Ja. Ach, hier sind überall Tore, alles Sicherheitsmaßnahmen. Weil doch die Tiere die letzte Zeit so oft glitschen. Ja. Und immer abhauen und dann durchaus gefunden werden wieder. Ja, wie Johnny. Ja, ja, Johnny ist nicht das einzige Tier, was wiedergefunden worden ist. Nee. Ja, wegen den Pferden weiß ich jetzt gar nicht, ob die auch für uns bestimmt waren. Da müssten wir nochmal nachfragen. Ja, das lassen die wir dann holen jetzt wir dann einfach in den nächsten Parts ab. Genau. So, also brauchen wir jetzt heute auch nur einmal hin und her laufen. Dann können wir uns noch um die Namen kümmern. Allerdings habe ich natürlich wieder mal die Seite nicht offen. Ja, das ist ja nichts Neues. Das machen wir dann einfach im nächsten Part die Namen. Müssen die Tiere dann wieder zusammen, also demnächst zusammenpacken in ein Gehege, in Schafgehege erstmal. Mhm. Das ist, denke ich, groß genug für alle. Und können die dann da erstmal lassen, dass wir dann abreißen können weiter. Okay. Das nächste Gebäude, was ich da machen möchte nach dem Restaurant, wäre dann das unser Wohnhaus. Mhm. Dass das einfach auch fertig ist, dass unsere Umzugskisten wieder aus dem Keller rauskommen. Das ist auch gar nicht schlecht. Und wieder ein bisschen Ordnung reinkriegt. Genau, und dann einfach mit den Gehegen weitermachen, ne? Ja. So. Haben das ja fast geschafft. Meh, meh, meh. Kommt. Kommt. Ich glaube, du hast eine Leine verloren. Ja, ich habe ein Schaf verloren. Zack, ja, ich habe es mitgenommen. Okay. Es ist schon ein ganz schön weiter Weg mit den Schafen, ja, da so rüber. Absolut. Vor allen Dingen, wenn man immer gucken muss. Ich finde das so ein bisschen doof irgendwie. Mm. Dass man eben wegen solchen Sachen wie eben das mit der Leine, wenn du dir was verlierst. Ja.
Ja, verdammt. Ach, schubs mich nicht. Ja, die schubsen alle. Ja, ich wäre beinahe da die Treppen runtergefallen. Das wäre aber übel gewesen. Ja, hätte ich mir ein Knie aufgeschlagen oder sowas. Ja, das wäre... Hätte ich ein Zauberpflaster gebraucht. Ah ja. Ein Zauberpflaster, ja. Ja. Hm. Genau, ich verschuldige, ich war etwas abgelenkt, gerade von der Nachricht da mit dem Using, Samsung, bla bla bla. Ja, ja. Er muss natürlich wieder mit seiner Handy-App durch die Gegend chatten. Ich habe ein Schaf verloren. Das Schaf ist hier. Hast du? Ja, und ja? Die Leine auch. Ich dachte erst mal, ich habe die Leine nicht, aber ich habe alles. Klar. Komm doch mal raus da aus dem Eck. Oh. Ich glaube, das ist hier irgendwie im Eck verkeilt. So. Komm, nicht wieder da. Oh, wieder ins Eck. Ja, manche Schafe sind ein bisschen dumm. Ja. Das ist ziemlich nervig. Ja. Yeah. Ich glaube, jetzt habe ich sie wieder. Obwohl ich das immer noch einfacher finde wie früher. Oh ja, das war ja richtig ätzend. Mit dem Getreide, ey, das, oh. Und dann hast du die manchmal nicht wiedergekriegt, weil sie die Schnauze voll hatten, irgendwie dir zu folgen. Genau. Und da konntest du machen, was du wolltest, ne? Es ging absolut nichts. Es ging nichts. Wo bist du denn jetzt hin damit? Ich bin schon fast am Schafgehege. Ich gehe jetzt gerade zum Eingang Schafgehege. Okay, ich komme. Also ich hoffe es zumindest, dass ich da irgendwie ankomme. So. Ach so, das Schafgehege ist doch hinten, Mensch. Kommt. Na, nun kommt schon. Mit denen über die Brücke rüber, ey. So, ich habe meine Leinen wieder. Alles klar. So. Die Schafe sind zu Hause. Man sieht die Leinen bei dir gar nicht. Echt nicht? Nee. Also ich sehe sie schon. Aber man sieht ja so einiges nicht, auch wenn man auf einem Pferd sitzt und so ein Mist. Mm. Ah, nun kommt her hier. Die Frage, wie machen wir weiter? Ich würde jetzt erstmal die Pecunias in den Keller bringen. Die Namensschilder vielleicht auch erstmal. Ja. Na, die benennen wir dann im nächsten Part um. Ja. Das wird dann. Und dann würde ich auch sagen, fangen wir so langsam aber sicher an, die Tiere halt wegzubringen, also in die Schafgehege. Das wäre eigentlich auch eine Aufgabe für dich. Moment, so. So, okay. Ja, aber ich bin im Keller noch nicht fertig. Nein, nein, ich weiß. Machst du da erstmal weitestgehend fertig. Ja, jetzt bringe ich erstmal die Leine zurück. Und da ich jetzt ja auch so eine Malki Kondo Spitzhacke habe. Ja. Ja, ich helfe dir auch gerne noch weiterzumachen da unten, aber ich würde mich eigentlich jetzt erstmal hier... Nee, kümmere dich mal ruhig darum, das ist schon okay so. Ja, ja, das ist schon okay so, dass das auch ein bisschen vorwärts geht. Genau, dass hier oben was passiert und dann beim nächsten, beim Wohnhaus und so, da wird dann ja mal gucken, dass wir das zusammen machen oder so, mal schauen. Ja, wo hattest du die Leinen noch drinne? Beim Werkzeug. Beim Werkzeug, okay. Ich muss ja jetzt noch die Klos machen. Ich bin gerade am Überlegen, weil auf den Toiletten will ich eigentlich keinen Holzboden machen, oder? Der saugt sich immer so voll. Holzboden. Ja, mit dem das ganzen ist, Urin und so. Es ist. Wir haben da schon wieder einen Stalker da vorne. Schon wieder? Ja, einen Butterfly. So, was wollte ich denn? Ach genau, Klosteine. Klosteine wollte ich. Klosteine? Hm? So. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Ich wollte die nämlich hier hin machen. Muss ich nur gucken, wie.
denn das ist ja schon eine Weile her, dass ich das mir geplant hatte. Was, die Klosteine zu machen? Ja. Könnte man das so machen? Und dann hier vielleicht noch eins. Das ist jetzt alles nur provisorisch mal eben schnell. Nur einen da im Klo, das ist ein bisschen wenig, oder? Obwohl, ich bin hier ja weiter rausgegangen, man könnte die Klos jetzt ein bisschen größer machen. Malcon, wo hast du noch eine Mini? Jetzt momentan nicht, aber... auf dem anderen, also wo ich Mods drauf habe auf dem Account, also die Installation, da habe ich schon eine drauf, ich weiß bis aber nicht gerade, wie die heißt. Achso. Muss ich dann nochmal nachgucken. Ja, ich habe keine drauf momentan. Brauche ich auch eigentlich eher weniger. So, das wäre doch schon mal okay. Zwei Klos, denke ich, sind in Ordnung, ne? Zwei Damenklos. Da mache ich hier noch einmal Herren hin. Und zwar, hier, zwei, nee, drei, oder? Ja. Drei, und dann kann man hier nämlich schön eins, zwei... Da und da? Nee, da nur eins. Ist irgendwie doof. Ein Stehklo ist irgendwie doof, ne? Ein Stehklo? Ein Stehklo für Männer. Ja, eins ist ein bisschen wenig wahrscheinlich. Bei so einem großen... Männer pipeln ja immer viel. Ach Jenny, das ist eine echt tolle Spitzhacke, die du hier gemacht hast. Die sind klasse, die Werkzeuge. Das ist richtig, total klasse. Super, ey. Ja. Bin ich auch echt happy mit. Ich wusste gar nicht, dass es Reparatur überhaupt gibt. Ja, es ist neu. Okay. Das ist neu. Toll, wie mache ich denn jetzt hier? Effizienz 5 oder was das ist irgendwie, was sie da drauf hat, das ist echt der Hammer, ey. Man geht hier so durch wie durch Butter. Ja. Ja, ist total cool. Das hätte ich mal von Anfang an haben sollen. Ja, wäre schon um einiges weiter, ne? Da war ich doch drei, oder nicht? Ja. Was mache ich denn hier? Ich krieg diese Klos nicht geplant. Das gibt's doch nicht. Ich meine, hallo? Einfach ein paar poplige Klos, welche wohl hinkriegen? Ich bin immerhin Mulenia. Man kann nun mal nicht immer einen klaren Kopf haben. Zwei, das kriegen wir hin. Machen wir dazu. Machen hier das Waschbecken rein. Oh, falsch. So, dann haben wir nämlich hier einen schönen großen Eingang. Alles klar, so machen wir es. Okay, alles klar. Planung abgeschlossen. Ist jetzt vielleicht nicht so mega toll und so mega viel Platz, aber ich denke, Klos sind sowieso eher zweitrangig, denn eine Pipi-Mod gibt es ja noch nicht, beziehungsweise ein Pipi-Plugin. Ein Pipi-Plugin. Dass man Pipi machen geht. Naja, für alle diejenigen unter euch, die eventuell Plugins machen können, die sich damit auskennen. Mulenia hätte sehr gerne ein Pipi-Plugin. Ja, es würde das Ganze ein wenig realistischer gestalten, wenn man auch noch Pipi machen müsste. Ja. Ich habe letztens gesehen, da gibt es so einen, es gibt so einen Modpack, damit, das heißt irgendwie Realistic Minecraft oder so, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich glaube, das ist noch auf, ich weiß nicht, ob es auf 1.7.10 ist oder auf, schon auf 1.8, ich bin mir nicht ganz sicher. Da gibt's halt, ja, sind halt ganz, ganz viele Mods drin, die eben rein um Deko und sowas gehen, ne? Ja. Also ist halt, im Prinzip ist das ein Deko-Modpack, so wie ich das verstanden habe. Und das eben alles sehr realistisch aussieht. Da hast du dann unter anderem eben diese schrägen Kanten drin und sowas, ne? Also schrägen, dass du die machen kannst. Ich weiß, was du meinst, ja. Und ganz viel Zeug. Da ist unter anderem dann natürlich auch hier Mr. Crayfish Furniture Mod drin und all so ein Füllefanz, ne? Also da ist ein Haus als Demo mit drauf. Ja. Irgendwie gehört damit zu, irgendwie zu dieser Map dann eben, die damit bei ist. Das sieht schon super geil aus, muss ich sagen. Also, weil das halt wirklich sehr realistisch aussieht.
Ja, schon richtig cool sowas. Ja. Ja, aber es ist halt, ne, Mods ist ja leider nicht möglich hier auf dem Server. Nee. Und als Plugin gibt es halt sowas erstmal nicht. Nee, das geht ja sowieso nicht. Ich bin schon froh, dass wir das Hinsetzen-Plugin jetzt haben irgendwie. Das finde ich schon ziemlich cool, Ja. weil man sich halt einfach auch mal an den Strand setzen kann, ne? Naja, das ist schon sehr nett Ja. gemacht. Man kann sich halt überall hinsetzen und bist halt nicht so gebunden an irgendwelche Treppen oder sowas, ne? Richtig. Das finde ich schon ziemlich cool. Denn in der Realität setzen wir uns ja auch nicht einfach nur auf Stühle, ne? Man kann sich ja auch einfach so auf den Boden packen, wenn man das will. Wenn man das will, kann man das Ne? machen, Und ja. das kann man jetzt hier eben auch. Yay, ich habe den unteren Boden fertig. Oh. Naja, die Klos noch nicht, aber immerhin, ne? Immerhin habe ich oben Immerhin, noch. immerhin. Der Part ist nämlich schon wieder zu Ende jetzt. Oha. Ja, ich bin schon wieder rotieren hier irgendwie. Das geht einfach nicht voran, habe ich so das Gefühl. Na gut. Wir müssen den Part beenden. Ja. Nützt nichts. Ja, von mir aus. Gut, okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ja, dann macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.